Hallo Jasmin. Hallo Patrick, wollen wir jetzt das heile machen, was du gestern Hier kaputt gemacht hast? unten, hier bin ich. Ja, ich Ja, hab's erstmal jetzt. müssen wir Hallo. ja ein bisschen aufräumen. Und es ist ja ein Also architektonischer uns Fehler nicht, unterlaufen. Patrick. Ja, Jasmin hat geplant, ich habe gebaut, hat natürlich Nee, nicht nee, nee, funktioniert. Wir waren nee. leicht gefrustet. Leicht war gut, schlechte Laune war Wir da. haben uns entschieden, das war irgendwie nicht richtig, ne? Und weil diese Kästen gefehlt haben, haben wir alles nochmal abgerissen und werden jetzt hier mit Spontan, ganz Säulen, spontan war das. genau, ganz spontan, wir werden jetzt hier mit Säulen neu hochziehen. Und ja, das gute Essen, ne, was wir verloren haben, das war ja Absicht, das wollte ich ja nicht mehr haben, Jasmin. Ich meine, die Ja, das. Kartoffeln waren gar nicht vegan zubereitet. Ja, Ja, das ja, glaube ich dir auf ja. gar keinen Fall. Doch, doch, die waren nicht vegan. Deswegen wollte Ja, ich die das schon, Kartoffeln nicht aber. haben. Woher kann ich gerade noch nicht? Ach so, okay. Mach ich erstmal hier. Räumen erstmal auf, ne? Wir bauen uns voll den Knast, ey. Hier ist ganz schön viel abgeschmiert, ne? Also so. Alles. Ja. Aber das passiert uns ja nicht nochmal. Lass dich hoffen. Also das, was wir Also, jetzt vorhaben, auf jeden Fall nicht. ich wurde ja gewarnt, mir ist es schon mal passiert. Wenn der so ein pink-lila-rosa anzeigt, wenn man den Block platzieren möchte. Dann Sollte bedeutet man es das lassen? nur, genau, das heißt dann instabil. Achtung, nicht weitermachen. Das hat Patrick aber nicht verstanden. Wer ist Patrick? Oder wollte es einfach nicht verstehen? Hä? Ach, jetzt habe ich nur ein Ei gemacht. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns ja auf den Blutmond vorbereiten. Also würde ich sagen, wir bauen jetzt die Küche weiter auf und achso, die Klingenfalle. Ich hab doch einen Bauplan gelernt, ne? Warte mal. Klingen. Falle. Dafür brauchen wir aber eine Werkbank. Die Teile hätten wir dafür. Eine Werkbank. Elektrische Teile. Brauchen wir dafür eine Batterie? Wir haben eine Batterie. Wir haben doch elektrische Teile, das sind diese blauen. Ja, aber wir brauchen eine Werkbank, sonst können wir die nicht bauen. Achso, wolltest du komplett geschlossen so machen? Hey, du hast doch gesagt, mach eine Mauer hoch. Ja, ich hab anders, ja, egal. Ja, ist egal, das hält auf jeden Fall jetzt. Das Nö, bricht ja nicht das nochmal glaube ich nicht. Das zusammen. hast du geplant. Da muss schon Fachmann ran. Wer denn? Du bestimmt nicht. So. Ist doch viel cooler, kommen die hier erst recht nicht rein. Dann können die alle über deine Treppe laufen. Gut, da ist ja jetzt noch so ein Dreieck. Da können wir ja so nichts reinziehen, aber. Sehe ja hier nichts. Ich muss da erstmal hochkommen. So ein bisschen für die Stabilität. Eins, zwei. Ah, das geht ja nicht auf. Dann müsste das nochmal weg. Und dahin und hierhin. Ah. Das sieht doch dann aus, als könnte das klappen. Hoffe ich Der doch. Vorteil bei den Rahmenformen, die ich habe, du kannst die wegnehmen, wenn du die aus Versehen falsch platziert hast. Und beim Aufwerten kriegst du nochmal XP. Ich weiß nicht, warum das so ist bei mir schon. Keine Ahnung. So. Stört mich jetzt aber auch nicht. Stört dich das nicht? Nö. Oder bist du gestört? Das ist ja eine andere Geschichte, ne? Ja. Dann würde ich sagen, geben wir Gas, ne? Ich habe einen Anbieter gewechselt. Ich gebe Gas. Ja. I love it. Oh, ich habe keine Dinger mehr. Ach so. Ich muss erstmal neue Holzrahmen Ich habe vorbereiten. auch gar keinen Klauenhammer hier. Das heißt, ich kann jetzt gerade gar nicht aufwerten.
Soll die Tür aufbleiben hier vorne? Wenn du die zumachst, dann dürften die Zombies eigentlich nicht reinkommen. Nee, ich meine wegen deiner komischen Konstruktion, ob du das nochmal testen willst. Achso, du meinst die Hoftür? Ist okay. Die kannst du auflassen. Ja, jetzt gehe ich bestimmt nicht nochmal zurück. Hast du sie zugemacht? Ja. Ja, der Vorteil ist ja, die Zombie-Tante ist doch ausgelaufen, deswegen. Ja, jetzt mache ich hier erstmal das Wichtige. Gut, dann machen wir eben erstmal das Wichtige. Jasmin. So. Das wird ein architektonisches Meisterwerk. Mehr Stabilität geht gar nicht. Das ist so stabil, als wenn du ein fragwürdiges Unternehmen beauftragt hättest, was ohne Rechnung abrechnet. Was? Mal 100. Was hast du gesagt? Nee, dich meine ich gerade nicht. Aua. Die. Ja. Ich hab die Rahmenform gehauen. Alles gut, tat mir nicht weh. Außer in meinem Herzen. Du hast doch gar keins. Da steckt so viel Arbeit und Mühe drin. Jasmin, bitte. Ich werde nicht umsonst, ja? Jetzt bin ich gespannt. Dr. Love genannt, ja? Dr. Love. Ah ja. Jasmin, einmal Real Talk. Du findest mich ja sehr attraktiv, ne? Mhm, wieso habe ich jetzt wieder so eine? Hast du Ingenieurswesen studiert? Weiß ich nicht, warum? Weil du mit so einer Maschine zusammen bist. Oh Gott. Hilfe. Ups. So. Muss einmal mein Hämmerchen holen. Jo, warum mache ich dieses? Weiß ich nicht, Jesus. Ah, da ist er ja. Ja, keine mehr. Doch, ich muss gerade sagen, ich habe doch welche gemacht. Da ist ja der Schlawiner. So. Geht denn das jetzt hier nicht? Was denn? Kann ich jetzt zum Beispiel kein setzen? Bist du zu weit weg vielleicht? Wie zu weit weg? Ach so, du stehst drauf auf dem Block. Ja, habe ich gerade gemerkt. Dann, hey. Ich werte das alles mal gegen ein bisschen Natur auf, ne? Ein bisschen Echtholz. Das gibt schöne XP, Jasmin. Schöne XP. Ich hoffe, die Mauer hält dann auch, ey. In Slankreisen sagt man heutzutage auch extra. Irgendwie erinnert mich diese Wand jetzt an World War Z. Es würde ja nur fehlen, dass die Zombies sich dran auftürmen. Das hab ich noch nie gespielt. Das ist ein Film. Ich dachte, das ist ein Film. Mit Brett. Brett Pitt. Ah. Ja. Mit Brett. Brett Pitt. Alias die Latte. Wie muss ich das jetzt hier machen? Achso, hier kann ich ja. Warte. Hier auch noch mal. Ja, da wollen wir ja auch noch aufmachen. Wie aufmachen? Ja, dass die Zombies wieder raus können später. Damit die immer wieder die Treppe hochgehen. Hm? Hier ist doch schon Holz. Ja, das müssen wir später noch wegnehmen. Also was jetzt? Ja, mach mal. Meinst du, wir haben noch genug Holz? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Holz vor der Hütte. Ja,
Alter, das ist ja richtig krass jetzt. Ganz schön hoch, ne? Alter, was hast du denn da noch gebaut, ey? Stützen. Cool. Das wird die Unterkonstruktion für den Fußboden. Soll ich das schon mal verstärken? Ja, ne? Ja. Das wären jetzt Balken, Pfeiler, damit der Fußboden schon stabil wird. Ich glaube, das bricht nicht nochmal zusammen. Nee, das habe ich geplant. Hä? Das andere auch, was jetzt zweimal kaputt gegangen ist. Was? Mhm. Das habe ich zwar geplant, aber ja, das und umgesetzt hast du es auch. Ja, aber die Statik hast du berechnet, ne? Nein. Kann auch nichts dafür, dass das Spiel so eine komische Physik hat. Dass die hier so einen Blödsinn einbauen wie Schwerkraft und Lasten. Ja, das ist nicht verkehrt, ne? Das ist viel zu realistisch. Da bin ich kein Freund von. Das dürfte doch erstmal ein bisschen halten, ne? Ja. Ich habe keine Ausdauer, weil ich Hunger habe. Ich bin Level 15. Und ich. Bist du gerade gelevelt? Ja. Wo bist Level du schon? Level 15. Wo bist du schon? Da war ich letzte Woche Level 19. Oh. Ja gut, du baust auch mehr als ich. Ja, das kommt von diesen ganzen Aufwerten. Das Aufwerten, das gibt so gut XP. Merke ich schon. Was habe ich denn hier gekocht? Doch, ich habe 10 Eier gekocht. Ich kann nochmal 10 machen. Er sagt 8. Wegen dem Trinken. Und jetzt sagt er 10. So. Das ist erstmal alles aufgewertet. Mal ein paar Eier reinsnacken. Frühstück, nee, Abendbrot. Ja. Herrlich ehrlich, ne? Ich wollte da drunter noch einmal, weil das sieht mir hier so ein bisschen komisch aus, aber. Ja, ich fühle, was du meinst. Ja, hier unten. Den Holzboden stützen wollte ich eigentlich. Den Holzboden stützen? Na hier. Stützen. Achso, du meinst, wo die Schräge ist? Hier. Ja, ich sehe doch nicht, was du da anzeichnest. Na hier, die Ecke da, wo der Boden ist. Ja, genau, aber da ist eine Schräge drunter, deswegen geht das nicht. Aber können wir vielleicht... Achso, wegen der Platte geht das auch nicht. Ja, schade, wir haben da Blumenbeete drauf. Blumenbeete. Fachmännische Gemüsebeete. So, was ist jetzt mit den Rillen hier? Da setzen wir jetzt gleich einen Boden drüber. Das sollen tragende Balken sein. Ich habe beim Zimmermann, ich habe extra einen Zimmermann das gezeigt. Das kracht denn nicht zusammen, oder was? Nee, das ist doch wieder Boden. Auch wieder diese Dinger, Blöcke? Ja. Nee, ich habe mir extra die Mühe gemacht. Ich war heute bei einer Zimmerei. Habe erzählt, was wir vorhaben. Ich hoffe es für dich, ey. Und habe gefragt, ob das denn machbar ist. Und er sagte, das ist kein Problem. Ich meine, streng genommen, wir haben doppelten Boden, tragende Balken, Stützpfeiler. Sollte doch diesmal... Können wir den Mais abbauen? Ah, oh, jetzt habe ich keine Hand frei. Ne, ist noch im Anbau. Die auch. Schade. Oder Chardonnay? Chardonnay.
So. Schick, schick. Hilfst du mir dann wieder beim Aufwerten? Ich komme schon. Merci, Bukake. So, ich hab ja auch noch Balken, sonst. Ach so, ich dachte, du machst das nur in die Löcher hier rein. Nö. Das ist doch viel zu schwer, das bricht doch wieder zusammen, oder Nein, nicht? Nein, das ist ein doppelter Boden mit tragenden Balken und Stützpfeilern. Gott, oh Gott, ey, ich hätte das ja anders gemacht. Ach, ich habe hier einen Taschenrechner und eine Parabel auf dem Tisch liegen. Nee, wegen auch Holz und so, das ist ja voll die Verschwendung jetzt hier. Ich habe sogar ein Säulendiagramm gemacht, ja? Hätte man doch einfach nur zwischen die Lücken und fertig. Nee, ich habe Angst, dass das denn wieder nicht hält. Huch. Ey, das zwischen den Lücken hält doch dann. Oh, was soll denn das? Wieso nimmst du den weg? Ich hatte gerade... Ob ich dir das jetzt erkläre oder peng, ey. Willst du damit sagen, ich bin zu doof, um das zu verstehen? Ja. Das raffe ich jetzt nicht. Das müssen wir aber ausdiskutieren. Geh doch mal weg, ey. Wieso nimmst du nicht den Clownhammer? Weil ich das nicht möchte. Aber der geht doch viel schneller. Ja, ist doch egal. Ich hau hier dreimal drauf und dann ist gut. Aber so haust du nur zweimal drauf. Na und? Ich möchte das gerne. Bei zwei Blöcken hast du schon... einen dritten Block gespart, ja, an Arbeitsleistung. Du musst das schon wirtschaftlich sehen, ne? Sonst geht unser Unternehmen hier pleite. Ja, ja. Ja, ja, ja. Du kannst ruhig schneller arbeiten, du wirst nicht nach Stunden bezahlt. Ey, vorsichtig, ja, wir hätten es ja nicht nochmal machen müssen. Nee, aber ich wollte das, weil ich das doch stabiler haben wollte. Ja, ja. Klar, ey. Jasmin, bitte. Das sieht doch schon besser aus, oder? Und jetzt? Wieso ist denn der hier einzeln so weit nach vorne? Der hier ist doch besser, hält er besser. Ja, aber der ist eigentlich ein zu weit. Das ist doch nicht schlimm. Passiert doch nichts. Vielleicht kracht wieder alles zusammen. Nein, aber es sieht ja doof aus. So ist besser. Mein innerer Monk möchte das so. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken, diese ganze körperliche Arbeit. Wolltest du das da jetzt wegmachen, oder was? Ja. Aber nur den einen hier. Du, ich hab mal eine Frage. Geländer ran oder so, jetzt fahr ich runter. Hier kommen ja noch Wände hin. Ich hab mal eine Frage. Haben wir Mondschein? Hinter den Wolken. Macht nichts. Nach der ganzen körperlichen Arbeit glänzen meine Muskeln im Mondschein? Sollen da glänzen. Alter! Meine Muckis. Was ist denn hiermit überhaupt, mit diesem komischen... Das ist noch nicht fertig hier unten, aber ich wollte die Stangen noch lassen, bis Blutmond einmal das durch war. Ist wieder. So, was jetzt? Hier weiter oder was? Ja, oder gehen wir noch ein breiter, aber dann brauchen wir nochmal Stützpfeiler. Dann machen wir... Wir müssen auf jeden Fall noch Stützen jetzt drunter machen. Wir haben hier, das heißt, wir würden da. Machst du jetzt? Ich mach hier, was du gesagt hast. Ja, nach rechts müssen wir auch hin, ne? Du meinst nach vorne? Ja, hier hin, da fällt das ja sonst wieder runter. Ja, gut, da hatte ich jetzt nur nicht geplant, weiter auszubauen erstmal. Ich dachte, wir machen erstmal hier hinten das Lager fertig. Ach, wenigstens, dass man hier wenigstens vernünftig rumlaufen kann, wenn was ist.
Es ist vielleicht richtig. Also sonst schmierst du ab. Aber weil du es gesagt hast und du eine Frau bist, traue ich dir nicht. Ah ja, genau. Da mir noch nichts kaputt gegangen ist, ne? Du hast von diesen handwerklichen Getue halt keine Ahnung, weißt du? Ja. Also, das sind keine Vorurteile, das ist ja, ne? Oh, ich bin runtergefallen. So. Ziemlich blöd, wenn man hier runterfällt, weil ich komme jetzt hier, glaube ich, gar nicht mehr hoch. Hallo? Wo bist du denn? Hier unten. Was machst du da unten? Kannst du bitte mal eine Leiter oder so irgendwie hier an die Seite bauen? Warum? Weil ich hier nicht hochkomme. Warte. Ach, eine Holzleiter möchte die Dame. Okay. Ich komm hier gar nirgendwo hoch. Ja, ja, hier. Das ist natürlich ein bisschen doof. Habe ich alle Holzrahmenformen schon wieder verbraucht? Rahmenform. Kann nicht so balancieren, ey. Das ist nicht meins. Deswegen muss hier auf jeden Fall auch noch was hin und eine Stütze. Hier rüber, ne? Müssen auch noch. Ja, ist. So die Stützen machen. Von links nach rechts. Ja, hier so rüber als Verstrebung, ne? Ja. Aber ich komme da hinten nicht ran. Wo denn hier jetzt? Unten auch, ne? Naja, also die Verstrebung kriege ich nicht rüber. Von hier. Hier oder was? Nee. Okay. Ja. Jetzt muss von unten noch hoch. Ja, dafür muss ich auch einmal ins Loch. Ins Loch der Schande. Passt, ne? So. Aber musst du nicht auch von unten noch hoch? Bin dabei. Ja, genau. Weil nicht, dass das doch an sich zusammenfällt. Besser. Bist du so zufrieden? Ja. Konnte ich dich damit glücklich machen? Haben wir hier erstmal so ein bisschen Weg noch. So, das freut mich, dass dich das freut. Mehr gibt's zum Geburtstag nicht. Mhm. Ui. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Warte mal, hier auch nochmal. So, und dann? Hoch. Kannst du ein Stück nach hinten gehen, bitte? Hä? Willst du das dann zumachen erstmal? Ja. Also hier so mit Durchgang denn, ne? Habe ich mir gedacht. Könnte hier rein theoretisch. Oder so eine Dachterrasse vielleicht? Also hier brauche ich jetzt nichts oder soll auch von unten hoch? Nee. Nee, hier würde ich erstmal auflassen.
Also die Wand würde ich hier so lang ziehen. Hier. Oder vielleicht ein breiter gehen noch, ne? Dass wir sagen, wir ziehen die Wand hier lang. Das sieht dann, glaube ich, besser aus. Ja, aber hält das jetzt dann auch? Ja. Warte. Ja. Sag das doch einfach. Spring du mal. Haha. Ha, ha. Ja, spring du mal hier hinten auf der Ecke. Dann jetzt die Wand hier komplett einmal rum, oder was? Genau. Also von hier hinten auch. Genau. Kannst du hier einmal kurz raufhüpfen? Ganz auf der Ecke? Ich will nur gucken, ob das bei dir auch hält. Also wie das aussieht. Wie bei dir. Mach doch mal bitte. Nein, ich hüpf doch da jetzt nicht. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist gut. Du hast immer Zeit für Spielereien, ey. Wir müssen erst aufwerten, bevor du darauf sitzt. Hüpf doch einmal für mich. Ich will da nicht raufsetzen. Ich verstehe das Spiel schon, keine Angst. Okay. Du gehst da wirklich nicht rauf, ne? So, jetzt hier weiter denn, oder was? Ja. Ich bin Level 20. Level up. Und wie hoch wolltest du das jetzt haben? Schade, dass du dich da nicht raufgestellt hast. Wie hoch wolltest du das jetzt haben? Erstmal 4. Wie 4? Blöcke. Hoch? Ja. So, muss ich mich ja... aufstellen. Ich hab doch Höhenangst, ey. Mei, oh mei. Das ist aber ein spannendes Unterfangen hier. Naja, ein bisschen langweilig, ne? Findste? Naja, wir bauen ja nur. Ne, wir können auch Zombies töten. Nee. Kommt noch, wir sind schon am 14. Tag. Ja, heute Abend ist Blutmond. So. Dann erzähl doch mal was Schönes. Also, außer von mir jetzt, ne? Machst du ja schon. Ein bisschen schief. Oh. Wo sind Fenster? Fenster sind doch hier dumm eigentlich, ne? Wenn hier Lager wird. Ah, ich mache erstmal zu. Können wir das später wieder aufprügeln zur Not. Aber das würde ich vielleicht lassen. Ja, das lasse ich. Dann lasse ich Jasmin. So, ne? Ja, das ist doch wunderschön. Das soll halten, ey. Na klar, Jasmin. Das hab ich geplant. Ja, das ist frei, ja. Natürlich hält das. Und jetzt alles aufwerten wieder. Genau, alles erstmal zu Holz. Bin mal gespannt, ob unser Holz reicht. Ich glaube nicht, ey. Wir haben jetzt... Nee, meins ist schon leer. Ah, warte mal. Und wir haben nur noch im Inventar 530.
Wo ist unser ganzes Holz hin? Ja, wir mussten ja alles neu bauen. Warum? Ich weiß auch nicht genau. Das kann ja nicht sein. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da war Inkompetenz am Werk. Das sieht voll cool aus jetzt. Brauchen wir nur noch ein Dach wegen den Vögeln, ey. Cool aus. Wegen den Geiern. Dort oben fliegt ein Geier. Von unten sieht man seine Füße. So. Ach Jasmin, erzähl doch mal was Tolles. Was Tolles? Ja. Ich hab nichts Tolles zu erzählen. Warum das nicht? Irgendwas Cooles, was du gesehen hast im Fernsehen. Ich hab schon länger kein Fernsehen geguckt, so wirklich. Magische Eultreppe. Ja, kannst du das nochmal auf Deutsch sagen? Ich hab das nicht verstanden. Maispflanze kann man nicht ernten? Maispflanze oder Anbau? Ja, die kann man schon ernten. Wie denn? Faust und raufschlagen. Dann? Echt? Ich habe nur einmal Samen rausgekriegt. Das ist natürlich nicht schön, ne? Zwei Kolben und kein Samen. Ah, hier habe ich zweimal Samen. Ah, nee, doch nicht. Das war nur, weil ich gegen beide Pflanzen geschlagen habe. It's what dog. Wo war das denn nochmal, ey? Boah. Bugs Bunny. Ja, stimmt. Und die Looney Tunes. Die Ente, ne? Du bist Daffy Duck. Du bist das. Müsste man ja hier auch noch ein paar Balken... Warum machst du das da weg? Weil ich die Ecke nicht aufwerten kann. Man hier auch noch ein paar Balken und dann ein Dach setzen, ne? Eigentlich. Meinst du nicht, das Dach würde so halten? Nein, ich möchte Balken haben. Aber das sieht doch denn doof aus. Für hier einen Balken und da. Und dann hat man doch eine Stütze. Musst du eh gucken, wo du deine Pflanzen denn hier hinstellst. Ja, ich wollte ja erstmal hier Kisten machen und, Ich hoffe, es bricht nicht wieder zusammen, ey. Pflanzen vielleicht ein höher. Ich mach hier auch schon mal, dann haben wir die Wand fertig. Ich nehm das hier weg. Ja. Alles? Alle Gitter? Nee, nur bis hier unter dem Holzbalken, der runterguckt. Hast du das Holz geschlagen? Ja. Jasmin, Holz hat auch Gefühle. Hinten auch oder hinten nicht? Nee, hinten nicht. Also ich will jetzt hier nur zumachen. Halt. Genau. Ich dachte, du willst runter. Ja. So. Ich würde ja erst mal den Balken machen, ey. Das hält, Jasmin. Wenn das jetzt nochmal kaputt geht, baue ich das nicht nochmal neu. Ich habe kein Holz mehr. Ich auch nicht. Boah, hier siehst du aber nicht viel, ne? Nee. So. So, Jasmin, ich gehe mal ordentlich einen Baum hacken, ne? Wie echte Männer das so tun. Jetzt da runter, ey. Oh, warte. Erstmal schiebe ich mir ein paar dicke Eier in den Mund. Mmh. Oh. Oh ja. Es machen kann gar nichts eigentlich. Mmh. Oh. Maiskolben kann man machen. Dicke Eier, Jasmin. Dicke Eier.
Baum fällt. Ich habe hier diesen Erzdings gelevelt. Dadurch baue ich mehr ab, wenn ich jetzt Holz schlage. Du hast nicht genug Ausdauer. Du musst ein Glas Wasser trinken. Rein im Nacken. Nicht lang schnacken. Gut, ich denke, wir haben unseren Fusch beseitigt, den du uns da eingebrockt hast. Eich. Zumindest gibt es zu. So, ich habe uns noch mal ein paar Bäume gepflanzt. Jetzt kloppe ich da hinten die traurigen Dinger weg hier, die so vertrocknet sind. Schwingkeule. Ach, die Ausdauer. Oh. Zwei noch. Gut, gab's von denen auch was? Sieh mal einer an. Hast du dir das angesehen, Jasmin? Nein, was denn? Nix. Ja, dann können wir jetzt haben wir unseren Fusch beseitigt, fachmännisch. Dann können wir doch eigentlich in der nächsten Folge uns auf den Blutmond vorbereiten, oder? Also damit anfangen. Ich fast in den Stacheldraht gelaufen. So, hallo. Oh, das sieht so schön aus. Ist ja richtig wohnlich. Cool. Kann ich machen? M-A-Samen. Machen wir so. Dann schenke ich dir noch was. 10 Mais. Jetzt war meine Axt mal verbessert hier. 10 Mais, Jasmin. Ja, ich habe 4 gekocht gerade. Oh. Ach ja. Kaffee und Kartoffel ist noch im Anbau. Schön rausgucken hier. So. So, hier machen wir I. Bist du jetzt glücklich, Jasmin? Ja, jetzt sehe ich dich in deinen grünen Felder. Mitch, jetzt geh doch mal weg hier. Ich möchte bei dir sein. Ah, hier fällt man aber runter, du. Au. Ja! Gut, das war jetzt eine ganz entspannte Folge, muss man jetzt ehrlich mal zugeben. Sehr ruhig, sehr entspannt. Soll ich hier auch noch mal einen hinmachen? Aber wir mussten halt unseren Fusch, den Jasmin uns eingebrockt hat, einmal korrigieren. Wo? Hallo? Hier.
Wo kommt der denn an? Ich sehe das ja nicht, was du da hältst. Ach, hier! Oh Gott! Nee, hier nach hier vorne wollte ich gar nicht ausbauen. Ja, aber ich fall doch dann darunter, wenn die uns angreifen. Nein, das machen wir doch noch. Das machen wir noch. Ja, ist morgen schon. Ja. Ja. Hey, du sollst ja gar nicht hier stehen. Ja, du weißt doch gar nicht, von wo die kommen. Hey, wenn wir da oben stehen, kommen die doch über die Treppe. Ja, aber es kann ja auch sein, dass die woanders durchkommen. Nein. Kann man nicht nur davon ausgehen, dass die da oben... Ja, genau. Die kommen nur hier oben. Sieht trotzdem aus wie ein Knast hier, hey. Ich finde, wie so ein Kinderspieleparadies. Wie ein Knast. Hier oben so ein Spielebalken, weißt du, so ein Schwebebalken. Dann hast du hier diese Gitterbox, wo die Kinder immer drin spielen. Unten hast du halt die Spieße zum Auffangen der Kinder, wenn die runterfallen. Wie im Kinderspieleparadies. Ja, genau, ey. Von Nebel ist weg, wird hell. Da liegt doch auch immer Stacheldraht, damit die Kinder nicht so weit über den Boden schlittern, wenn sie mal hinfallen. Stacheldraht. Wolltest du nicht Tschüss sagen? Ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Morgen wird wieder ein bisschen spannender. Ein bisschen interessanter. Hammer vom Kopf. Jo, jetzt kann die Laune auch wieder bergauf gehen. Der Fusch ist beseitigt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann, mach's gut. Ciao.